Ja, Freunde, es ist mal wieder passiert. Activision hat uns mal wieder hops genommen. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen jetzt zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ja, heute gibt es mal wieder so einen kleinen Real Talk, beziehungsweise allgemein kleinen Talk über die neue Season, über das neue Update, über den ganzen Hype um das Update, die ganzen Änderungen, die ganzen angekündigten Änderungen, die jetzt dazugekommen sind oder auch eben nicht. Darum soll es im heutigen Video gehen, ist wieder so ein bisschen Live-Commentary, Real Talk-mäßig. Wir werden so ein bisschen Real Talk machen, deswegen, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt noch unbedingt eure Meinung zu dem Update unten in die Kommentare. Wie immer, wenn ihr nichts verpassen wollt über die neuesten und besten Loadouts in Warzone, abonniert den Kanal und checkt auch gerne Twitch ab, denn da sind wir aktuell täglich live, testen die ganzen neuen Waffen, testen das Update. Deswegen schaut da gerne vorbei, lasst ein Follow da. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Let's go. Starten wir erstmal rein mit dem Battle Pass, der jetzt auch, ja, im Vergleich zur letzten Season, was die allgemeinen Skins angeht, schon so ein bisschen besser ist. Zumindestens, ja, wenn man sich diese 30 Euro Black Sale Variante dafür kauft. An sich muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man das Ganze vergleicht mit anderen Bundles, die man sich jetzt quasi einzeln im Shop kauft, ist es schon so ein bisschen sinnvoller, das zu kaufen, weil man halt wirklich deutlich mehr Skins und deutlich mehr Inhalt bekommt. Wenn man allerdings so ein bisschen drüber nachdenkt, dass man für 30 Euro gefühlt teilweise Spiele kaufen kann, die Hälfte vom Modern Warfare Multiplayer quasi an Geld ausgibt für ein paar Skins, allerdings ist das wahrscheinlich auch der sinnvollste Weg, um wirklich am meisten Kohle aus dem Game rauszuholen. Wenn man das Update allgemein vom Content anschaut, muss man auf jeden Fall sagen, es geht vom reinen Content an Maps und so, die man bekommen hat, eigentlich ganz gut klar, da man halt, wie gesagt, ja, auch einen Gunfight-Modus für den Multiplayer bekommen hat, einige neue Multiplayer-Maps oder beziehungsweise, ja, eigentlich im Endeffekt nur eine neue Multiplayer-Map, da die anderen ja quasi irgendwie Teile der Warzone-Maps sind. Ich glaube, was man eigentlich generell sagen kann, ist, dass dieses Update, dieses Season 3 Update, wenn man sich das Ganze im Großen und Ganzen so ein bisschen rückblickend anschaut, ja, viel zu überhyped war, denn wirklich teilweise, was da geschrieben wurde, was da allgemein für Hype ausgelöst wurde, einfach nur, weil es quasi auch diesen Call mit den Creatorn gab, diesen Creator Call in Deutschland, in Amerika, mit den ganzen Creatorn zusammen, in dem wirklich auch einiges versprochen wurde. Genau wegen diesem Call und natürlich auch wegen vielen Creatorn, die dann quasi in dem Call auch natürlich einige gute Sachen gehört haben, Call of Duty wahrscheinlich dann auch wirklich einiges gesagt hat, was sie jetzt mit dem Season Update bringen wollen, was sich anscheinend wirklich sehr gut angehört haben muss. Beziehungsweise wurde davon auch einiges bestätigt, was da besprochen wurde, was geändert werden sollte. Unter anderem natürlich auch so ein bisschen die Time to Kill, die ja quasi in Warzone 2 sehr, 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 sehr niedrig ist, was halt schon wirklich extrem, extrem bodenlos sein kann. Allerdings, wenn man sich so die Patchnotes anschaut und auch allgemein das Game spielt, ja, sieht man auch ganz, ganz schnell, dass dann der Time to Kill jetzt nicht wirklich was gemacht worden ist, die Time to Kill immer noch wirklich bodenlos niedrig ist, was eventuell allerdings natürlich auch noch mit dem Mid-Season-Update kommen könnte, wovon ich allerdings jetzt erstmal direkt nicht so ausgehe. Dazu wurde groß angekündigt, dass das Movement verändert wurde, dass man quasi nach dem Dolphin Dive etwas schneller sich bewegen kann und zusätzlich auch der Slide an sich, ja, so ein bisschen schneller ist, dass man dadurch quasi so ein bisschen mehr Movement-Geschwindigkeit, ein bisschen mehr Advanced Movement bekommt, was man nutzen kann, um natürlich auch so ein bisschen, ja, das Movement zu nutzen, um Gegner zu outplayen. Aber wenn man das Ganze wirklich so 1:1 vergleicht, ist das jetzt nicht wirklich so viel, dass es ausreichen würde, dass man sagen könnte, okay, das hat jetzt wirklich was gebracht, das ist jetzt game-changing. Deswegen ist es natürlich auch sehr, sehr frustrierend für viele gewesen. Wir müssen einfach ehrlich zugeben, Call of Duty hat es eigentlich immer jedes Mal geschafft, vor jedem Update irgendwie so ein bisschen Hype aufzubauen, egal ob es irgendwie über Twitter war, über die Creator, über YouTube. Es gab immer irgendwie so ein bisschen Hype mit den Updates, aber im Endeffekt wurde man in 90% der Updates halt wirklich enttäuscht. Plus dazu muss man halt auch allerdings sagen, dass die meisten mittlerweile wirklich mit viel zu großen Erwartungen in die Updates gehen. Extrem schnelle Time to Kill, nicht dieses klassische Warzone 1 Movement, plus, ja, das Game ist halt wirklich, wenn man das Gesamt betrachtet, viel langsamer, in Anführungszeichen taktischer und halt auch realistischer als im Vergleich zu Warzone 1, was halt wahrscheinlich auch so an sich nicht so einfach ist, ein komplettes Game in der Zeit wirklich auch komplett zu ändern, dass man halt das Movement, ja, so schnell macht, dass man einen Shooter, der halt wirklich eher so ein bisschen langsamer aufgebaut ist, so krank verändern kann. Trotzdem muss man auf jeden Fall sagen, dass in diesem Creator Call wirklich viel, viel mehr Sachen versprochen wurden, angesprochen wurden oder auch besser gesagt schön geredet wurden, die jetzt bis jetzt entweder noch nicht gekommen sind oder halt, wie zum Beispiel das Movement, ja, nicht wirklich so durchgesetzt wurden. Einer der größten Warzone-Streamer und YouTuber hat auch kurz vor dem Update nochmal ein bisschen Hype reingebracht, und zwar hat Jobo kurz bevor das Update gedroppt ist nochmal getweetet, dass dieses Update, das Season 3 Update, Warzone für immer verändern wird und definitiv auch so ein Stück weit, und auch definitiv so ein Stück weit Warzone 2 an sich retten soll. Und gefühlt auch schon eine halbe Stunde nach dem Update, als Joe zum Beispiel auch selber ein bisschen gespielt hat, das Movement auch selber erstmal selber getestet hat, war er gefühlt auch einfach selber geschockt. Denn es wurde zwar was gemacht, aber es reicht halt einfach nicht aus, um jetzt wirklich eine große Änderung festzustellen.
By the way, wenn ihr genau dieses Haus hier seht, erinnert euch so ein bisschen an Modern Warfare 2 zurück. Denn hier ein ganzer Teil des Hauses ist tatsächlich so ein bisschen angelehnt an die gute alte Modern Warfare 2. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Und im Endeffekt heißt das natürlich auch mal wieder, dass quasi COD entweder zu viel versprochen hat oder sie das Ganze erst ja, mit dem Mid-Season-Update, mit den kommenden Updates releasen werden. Speziell bei dieser Jowar-Sache, der ja quasi kurz vorher getweetet hat, dass dieses Update extrem gut wird, dass es alles verändern wird, hat man auch direkt nach dem Update so eine kleine Hate-Welle gesehen und da auch so ein bisschen den ganzen Frust der ganzen Community gesehen. Das Ganze ging teilweise auch wirklich so weit, dass Jowar auf Morddrohungen bekommen hat, was halt auch eigentlich insane ist, weil er eigentlich nur einen Call mit Call of Duty hatte, das Ganze sich wirklich sehr gut angehört hat. Ja, aber Call of Duty dann halt einfach wieder nicht geliefert hat und... Und ich fand auch persönlich, dass wenn man gesehen hat, wie Joe beim ersten Gameplay reagiert hat, dass er selber so ein bisschen gefrustet war und auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, sogar ein bisschen schockiert war. Was man allerdings auf jeden Fall sagen muss, die neue Map hier ist eigentlich ganz cool. Die neuen Waffen bis jetzt auch wirklich sehr nice. Intervention sowieso ganz nice. Wobei man natürlich sagen muss, so diesen ganzen kompletten Oldschool-Vibe aus der Oldschool Modern Warfare Zeit wird das Ganze jetzt nicht zurückbringen. Dazu snipen im Vergleich zu damals wirklich zu unterschiedlich. Aber es ist eine gute Sache. Plus dieses Crown Squall Kampfgewehr ist halt auch wirklich ein komplettes Monster, muss man sagen. By the way, gibt es auch einen neuen Feuergefechtsmodus. Den werden wir jetzt auch ein bisschen live testen. Ich habe das vorher bis jetzt noch nie gespielt. Ich hoffe, da wird es auch wieder so ein bisschen enden, dass wir quasi auch da einen Turniermodus bekommen. Denn dieser 2 gegen 2 Turniermodus, muss ich sagen, war eigentlich wirklich relativ nice die ganze Zeit. Bei mir muss man natürlich persönlich sagen, ich war eigentlich relativ gespannt vor dem Update. An sich war ich jetzt nicht wirklich so hyped, dass ich sage, okay, das Update wird jetzt alles verändern. Aber es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Eine Sache, die ich halt auch wirklich nicht verstehen kann, ist, warum dieses Menü wirklich so unübersichtlich ist, so weird ist. Denn wir haben die vorgestellten Modis, da ist natürlich alles gemischt. Es gibt den Battle Royale Modus, es gibt den Wiederauferstehungsmodus, der allerdings Ashika dann irgendwie Almas wieder ein Master und dann nochmal Ashika hat, was irgendwie so ein bisschen weird ist. Ich weiß nicht, warum man das irgendwie nicht separat trennen kann oder halt auch einfach übersichtlicher machen kann. Das Ganze ist auch grundlegend ein Problem von Call of Duty, da sie irgendwie, ja, jedes Update, das neu kommt, irgendwas ändern, was eigentlich die ganze Zeit vorher gut funktioniert hat, über das sich niemand beschwert hat. Call of Duty allerdings irgendwie meint, sie müssen jetzt da unbedingt was ändern, lassen irgendwie dafür andere Probleme, die halt wirkliche Probleme sind, aus und ja, ändern dann genau die Sache, die man eigentlich nicht unbedingt ändern hätte müssen und... Ist irgendwie seit Warzone draußen ist so ein typisches Call of Duty Problem. Dazu kommt halt auch die Tatsache, dass sie in diesem Creator Call wirklich den ganzen Creatern, die in diesem Call dabei waren, wirklich extrem, extrem viel schön geredet haben, extrem viel versprochen haben, was anscheinend jetzt, wie wir das auf den ersten Blick jetzt sehen, nicht wirklich auch eingetreten ist oder beziehungsweise noch nicht eingetreten ist. Ist halt schon wirklich sehr traurig. Ich persönlich muss sagen, ich spiele Warzone eigentlich immer noch relativ gerne. Ja, Fires spiele es eigentlich fast täglich, muss ich auch sagen. Hab auch öfters mal Spaß, aber allerdings weiß ich auch, dass wirklich sehr, sehr viele Leute extrem frustriert sind. Man sieht es auch in den Spielerzahlen vor dem Update. Die Zahlen waren wirklich komplett im Keller, egal ob auf Twitch oder natürlich sonst wo. Man kann auch auf jeden Fall sagen, dass auch einige gute Sachen, so Quality of Life Updates mit dem Update schon dazugekommen sind. Unter anderem was so Kleinigkeiten angeht, muss man auf jeden Fall sagen, sind da schon einige Änderungen, die jetzt gar nicht so schlecht sind tatsächlich. Er ist einfach der Beste. Puh, der Gulag ist ein bisschen groß, würde ich tatsächlich sogar sagen, für den Gulag. Schade. Abschließend kann man auf jeden Fall sagen, dass die neue Season, dass das Update eigentlich relativ gut ist, aber dadurch, dass halt ja, der Hype durch diesen Creator Call, durch die ganzen Creator und natürlich auch speziell durch Call of Duty extrem groß war, da sie natürlich auch einiges versprochen haben, was jetzt im Endeffekt nicht so extrem eingetroffen ist, wie man das erwarten hätte können, was ich persönlich allerdings vorher schon so ein bisschen erwartet hatte. Ja, muss man doch irgendwie sagen, dass das ganze Update so eine 5 bis 6 von 10 maximal ist. Die ganzen Content-Sachen, abgesehen vom Preis im Battle Pass, muss man sagen, sind ganz nice. Die neuen Maps sind ganz cool. Der Gunfight-Modus ist nice. Der neue Rebirth-Modus auch beim Master ist auch ganz cool, muss man sagen. Deswegen gute Änderungen, was das angeht. Aber ja, dem Hype ist das Update definitiv nicht gerecht geworden. Trotzdem hoffe ich, euch hat das Video so ein bisschen unterhalten, war so ein bisschen Real Talk. Lasst mir auch gerne ein Feedback unten in den Kommentaren da, was ihr vom Update haltet, was ihr von diesem Videostil haltet, von diesem Live-Commentary Massic. Ich weiß, ja, ich kann oft so ein bisschen zu schnell reden. Ich hoffe, das war heute nicht so unbedingt der Fall. Wie immer natürlich, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.